Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieder mal ein neues Spiel, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und bei mir ist der Liebe. Jetzt musst du deinen Namen sagen. Hallo, ich bin Max. Max, genau. Max, du bist von HR Innovace. Das ist richtig soweit, ne? Genau, richtig. Genau, und wir schauen uns heute den Winter Resort Simulator an. Wir zwei haben uns auf der Gamescom kennengelernt. Dort habe ich mir das Spiel nämlich bei Aerosoft, dem Publisher, schon angeschaut. Wir haben ein bisschen geschwatzt, wir haben uns das alles zeigen lassen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr begeistert. Ihr wisst ja selber, wir haben vor noch nicht allzu langer Zeit, nämlich im Mai diesen Jahres, den Skiresort Simulator nochmal ausgegramert von 2012 und haben den ein bisschen gespielt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr, sehr interessiert an eurem Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. War eine sympathische Truppe. Und ihr seid aber auch aus dem Skiresort-Simulator bekannt. Wenn mich nicht alles genau, täuscht. Also richtig. Also wir sind eines der, ja, ein sehr bekanntes Modding-Team, sage ich jetzt mal, vom Skiregion-Simulator. Ja. Und wir haben da halt jahrelang noch weitere Seilbahnen und so weiter gebracht. Und irgendwann waren wir dann, sag ich mal, nicht mehr zufrieden mit der Basis, die das Spiel uns gegeben hat. Ich meine, klar, war ja auch schon von 2011. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, lass uns doch mal probieren, was Eigenes zu machen. Und jetzt stehen wir hier. Wahnsinn, weil ihr seid ja auch ein relativ junges Entwicklerteam, ne? Oder seit, ja, das ist richtig. Also seit wann gibt es HR Innovace überhaupt? Gegründet ist es schon 2017. Das war eben damals schon im Prinzip die Vorbereitung für dieses Projekt. Also steckt schon einiges dahinter. Ja. Aber in dem Sinne jetzt sozusagen als Firma seit knapp 2 Jahren. Als Firma seit knapp 2 Jahren, okay. Ein was von der Weg. Wie lange baut ihr jetzt schon an dem Winterresort? Ja, es ist schwer zu sagen, dass beziehungsweise schwer, das auf genau einen Zeitpunkt festzulegen. Die Vorbereitungen waren eben vor 2 Jahren schon sehr gut am Laufen, aber die aktive Entwicklung jetzt seit, ja, 1,5 Jahren ungefähr. Ungefähr seit 1,5 Jahren, okay. Und sagen wir noch ein was ganz kurz, bevor wir hier ins Game starten. Ihr wart das Austrian-Modding-Team, ne, bei dem Ski-Simulator 2012. Richtig, genau. Richtig. Also ja. Ich bin der Gründer des Austrian-Modding-Teams. Wir haben mittlerweile auch schon einige aus der Community in anderen Videos erkannt. Und für mich ist jetzt quasi der Zeitpunkt gekommen, was Neues zu machen. Ich bin jetzt in dem Sinne nicht mehr im Austrian Modding Team aktiv, im Gegensatz zu früher. Stattdessen kümmere ich mich jetzt eben darum, dass wir hier ein hoffentlich möglichst gutes Spiel auf den Markt bringen können. Ich habe Vertrauen in euch. Ich habe wirklich Vertrauen in euch. Okay, lass uns anfangen. Zeig uns ein bisschen was. Gerne. Also wir haben ja in den letzten Wochen schon immer wieder diese Bahn gezeigt. Wir wollen euch jetzt nicht heute schon wieder das Gleiche zeigen, für diejenigen, die vielleicht schon das eine oder andere Video gesehen haben. Darum haben wir uns heute überlegt, wir möchten euch zeigen, wie denn die Gondeln auch wieder in den Bahnhof kommen. Das heißt, wie man abends die quasi schlafen schickt. Ja, also wir haben jetzt quasi eine in der Funktion befindliche Seilbahn, die jetzt... Alle Gondeln sind draußen und die Seilbahn ist quasi aktiv und würde jetzt die Passagiere befördern. Genau, richtig. Also es wird es auch im Spiel, es sind auch mittlerweile G-Fahrer schon drin, aber die wollen wir jetzt natürlich noch nicht direkt zeigen. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, die noch zu verbessern sind. Aber es wird dann eben die Aufgabe des Spielers immer sein, wenn er das möchte, die Bahn zu garagieren. Also die Kabinen eben aus der Bahn zu nehmen und dahin zu bringen, beziehungsweise das halt so einzustellen mit der vorbildgerechten Steuerung. Okay. Ganz kurz, bevor wir das starten, kannst du mir was dazu erzählen, was unsere Hauptaufgabe sein wird in dem Spiel? Na klar, also im Spiel geht es darum, das Hauptziel ist sozusagen, dass die Gäste glücklich sind. Also der Spieler ist der Manager bzw. eher mehr Betriebsleiter eines modernen Skigebiets und kümmert sich darum, dass natürlich im Gebiet alles rund läuft, dass die Bahnen alle laufen, wie sie sollen, dass die Pisten alle gepflegt sind, dass überall genug Schnee liegt und so weiter. Und genau, da schlüpft er eben in die Rolle des hauptsächlich Betriebsleiters, kann die Bahnen bedienen, kann immer mal verschiedene Bahnen ausprobieren, kann mit Pistenraupen fahren, kann eben auch Schneekanonen bedienen. Okay, also wir können auch die Pisten präparieren, indem wir mit, wie du schon sagst, Pistenraupen fahren. Das ist natürlich, ja. Genau. Sehr schön. Ich sehe gerade, ein Fahrzeug haben wir hier auch stehen, das können wir auch benutzen, oder? Richtig, genau, also da kann man sich dann auch einfach reinsetzen. Dann gibt natürlich auch eine Innenansicht dazu und kann mit dem rumfahren. Und natürlich gerade der Pickup ist ein wichtiges Fahrzeug, um möglichst schnell von A nach B zu kommen. Es wird in dem Sinne auch nochmal ein Schneemobil geben, mit dem man sich gerade im Winter dann noch etwas stilechter bewegen kann, sage ich mal. Ja.
Aber genau, dafür sind die Fahrzeuge da. Und insbesondere für kleinere Transportaufgaben ist sowas natürlich immer extrem praktisch. Auf jeden Fall. Also es werden auch kleine Transportaufgaben, wie du schon sagst, auf uns zukommen. Wir müssen Dinge erledigen. Wir müssen bestimmt vielleicht auch die eine oder andere Seilbahn beliefern. Kann ich mir vorstellen, beziehungsweise die, so Kioske, wird es sowas geben? Oder? Also ein Kiosk in dem Sinne jetzt nicht. Ich meine, oder Restaurant. Wir haben da versucht, uns halt möglichst nah an die Realität zu halten. Es gibt immer sehr, sehr viele Skihütten, ja. Beziehungsweise Richtung Restaurants. Da drüben steht jetzt zum Beispiel schon mal ein so eins. Ah ja. Und genau, bei denen kümmert man sich darum, dass da genug Vorrat da ist, weil natürlich, wenn es nichts mehr zu essen gibt, sind die Gäste auch nicht besonders glücklich. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Okay, super. Schauen wir uns mal euer Gondelsystem an, weil, da habe ich auf der Gamescom schon gesehen, da legt ihr tatsächlich sehr viel Wert aufs Detail. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ja, das freut mich. Also vor allen Dingen, man kann ultra viel bedienen. Man sieht das hier auch. Die Tür muss auf und zu gemacht werden. Ne? Das nächste ist der Lichtschalter, den wir da sehen, der wird funktionieren. Ja, es gibt sogar einen Touchscreen für die Lichtsteuerung. Die haben wir auf der Gamescom noch nicht gezeigt. Smart Home. Sogar... ja, genau, richtig. Also wie gesagt, wir wollen ein modernes Skigebiet, keinen alten Kram. Das ist gut. Wir fokussieren uns mal auf das Neueste vom Neuen, sag ich mal. Aber das kann man vielleicht an der Stelle schon mal gleich sagen. Es gibt die Möglichkeit, per Modding auch etwas betagtere Anlagen zum Beispiel ins Spiel zu bringen. Alles, was das Spielerherz begehrt, kann man da reinbekommen. Und man kann sogar eigene Seilbahnen bauen. Okay, super. Also auch für Modding wird freie Ressource sein. Sehr schön. Na klar, ich meine, wir sind ja ein Modding-Team. Insofern ist das einer der Haupt... Fokuspunkte, sage ich mal, für uns selbst im Spiel. Man muss ja auch immer ganz klar dazu sagen, es sind irgendwo kostenlose Spielerweiterungen, die das Ganze immer wieder interessant machen und die das Ganze ja auch am Laufen halten. Ne? Weil es kommt irgendwann der Punkt, wenn man das spielt, man hat alles probiert, alles gesehen, hat eine gewisse Zeit in dem Game verbracht und die Mods, ne, das wisst ihr ja selber, ihr habt ja selber sehr viel gemoddet, die bringen halt dann immer nochmal die gewisse Würze rein. Richtig. Nachdem wir gesehen haben, was wir mit dem Modding gemacht haben, sind wir natürlich besonders neugierig zu sehen, ob es vielleicht andere gibt, die was Ähnliches daraus machen und wollen für die beste Basis schaffen. So, aber jetzt mal zur Bedienung der Seilbahn. Ja. Wir haben jetzt auch neu, weil einige gefragt haben, ja, wie wird man denn eigentlich die Tutorials starten können? Es gibt ja immer diesen Touchscreen hier und da gibt es jetzt einen neuen Menüpunkt, der nennt sich Dokumentation. Und da habe ich hier direkt zwei so Buttons zum Tutorial starten. Also einmal das Beschicken ins Garagieren mit einem kurzen Erklärungstext und wir starten jetzt einfach das Garagieren. Genau, also das Zurückbringen der Seilbahn in die Garage sozusagen, die Seilbahngarage. Genau, richtig. Und da geht es natürlich direkt mal los mit dem Anhalten, damit wir da die ganzen Einstellungen treffen können. Ah, so. Ah, okay, also das Tutorial zeigt uns quasi auch durch optische Visualisierung, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Genau, richtig. Warte kurz, bis die an einer günstigen Stelle steht. So, und jetzt drücken wir Halt. Genau. So, ich merke gerade, wir hören jetzt noch eine andere Bahn recht dominant in der Audiospur. Das ist natürlich alles noch nicht fein getuned. Okay, kein Problem. So, die Seilbahn ist zum Stehen gekommen. Ah ja. Genau, jetzt kommt noch direkt schon die nächste Info. Wir müssen jetzt in den Servicebetrieb schalten. Das hat den Hintergrund. Wenn natürlich Fahrgäste an der Bahn sind, soll man mit sowas nicht spielen. Und um da die Bediensteten von abzuhalten, gibt es hier so einen eigenen Fahrgastbetrieb, der jetzt gerade ausgewählt ist. Das merkt man auch an dem Hintergrund, der ist relativ, naja, steril gehalten. Ja. Und sobald ich jetzt hier auf den Servicebetrieb gehe und das von der anderen Station auch aktiviert wird, kommt hier tatsächlich so ein anderer Hintergrund. Das ist auch bei den realen Anlagen so. Also die Seilbahnen sind ja alle vorbildgetreu nachgebaut von der Firma Doppelmayr, auch original lizenziert. Da freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit. Sehr cool. Und auch solche Details zeigen wir hier in dieser Visualisierung. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt geht's quasi weiter. Okay, es ist Wahnsinn, dass ich an diesem kleinen, also an diesem Touch-Panel tatsächlich alles bedienen kann. Das ist echt unglaublich. Ja, wir sind da wirklich ins Detail gegangen. Also einerseits auch diese Geschwindigkeitsbalken, die funktionieren natürlich alle. Und wer genau hinguckt, merkt, dass sogar diese Bremsen alle vorbildgerecht angesteuert werden. Also wir haben eine Betriebsbremse, Sicherheitsbremse. Sobald wir dann anfahren, erlöschen die und so weiter. Also da haben wir uns sehr ausgetobt, aber das kannte man schon von uns vom Skiregion-Simulator. Okay, sehr, sehr cool. So, was tun wir jetzt als nächstes? Wir schwenken jetzt die Weiche ein, weil die Gondeln würden ja jetzt gerade weiter hier im Kreis fahren. Und wir wollen natürlich, dass die jetzt hier abzweigen, also dass sie da hier mit dieser roten Schiene, die klappt gleich ein, da in den Bahnhof fahren.
Dafür müssen wir jetzt natürlich einmal die Taste drücken, dass die Schiene sich auch bewegt. Ich kann das jetzt kurz zeigen hier. Da klappt als erstes hier diese Führung da oben hoch. Die führt eben hier diese Außenrolle. Und jetzt klappt diese Schiene da zur Seite rein. Ah, jetzt haben wir sozusagen die Weiche gestellt, dass die Gondel geradeaus weitergeleitet wird und nicht wieder nach unten ins Tal fährt. Genau, richtig. Und perfekt. Was auch viele gefragt haben, lustigerweise bei den Gamescom-Videos, was, glaube ich, das meistgefragte war, warum haben die Gondeln einen weißen Bogen? Wir haben jetzt uns das Feedback sehr zu Herzen genommen und haben dementsprechend hier dieses Podest nachgebaut, diese Wagenführung nachgebaut, damit man jetzt eben sieht, die Gondeln sind nicht weiß, das war nur ein Anzeigefehler bei der Gamescom. Ah, okay. Das ist mittlerweile alles behoben. Also da geht es von Tag zu Tag immer weiter. Und diesen Bahnsteig kann ich jetzt auch absenken, weil natürlich die Gondel würde den rammen. Das heißt, sie soll ja gerade reinfahren und dann müssen wir hier quasi auch so eine Art Schneise freimachen, dass sie da ohne Kollision durchkommt. Okay, ich habe mich nämlich gerade eben schon gefragt, ich habe das gerade eben schon gesehen, Bahnsteig absenken und da habe ich schon gedacht, hä, Bahnsteig absenken? Man sieht natürlich auch diese diese Fugen in dem Boden, vermutet da was und krass, dann kann man das quasi absenken, das ja logisch ergibt Sinn, dass die Gondeln genau. Dann geradeaus durch können und nicht kollidieren. Super. Genau, richtig. Licht anmachen, wichtig. Genau, ja. Ich meine, okay, jetzt ist es 9.26 Uhr. Auch so ein Punkt, das haben viele gesagt, das ist zu dunkel. Ja, das lag daran, dass ich jedes Mal das Szenario um 7.30 Uhr gestartet habe. Da möchte ich euch das jetzt auch mal mit Tagesbeleuchtung zeigen, dass sieht das nicht ganz so düster aus. Okay, aber jetzt haben wir hier einmal die Garage. Genau, wir haben jetzt hier die Spannung eingeschaltet. Jetzt schwenken wir hier die Weiche. Müssen wir einschwenken. Die ist jetzt schon vom Tutorial am Morgen noch eingeschwenkt. Das habe ich vorhin einmal als Vorbereitung durchgespielt. Ja. Und hier, genau, einmal nach rechts, um sicherzustellen, dass die Weiche auch wirklich da weggeschaltet ist, weil ansonsten würden die ganzen Gondeln hier in dieses Stumpfgleis einfahren. Ja, und dann hätten wir einen Stau, das wollen wir natürlich nicht. Dieses Stumpfgleis, ist das, hat das einen Sinn und Zweck? Ist das ein Wartungsgleis, oder? Genau, richtig. Also der Spieler kann hier auch wirklich hochgehen, kann sich das angucken, kann da Gondeln reinschieben, die wieder rausschieben. Und hat da die Möglichkeit, quasi so eine Revision nachzustellen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass diese ganzen Reifen, die man alle sieht, die können hier halt vorbildgerecht einzeln bedient werden. Dafür haben wir hier die ganzen Schalter. Also ich kann hier zum Beispiel Förderer 1 kann ich hier steuern, dann Förderer 2 die Weiche. Und da sieht man, da sind noch einige weitere solche Steuerstellen im Bahnhof verteilt. Zum Beispiel hier ist eine. Die alle funktionieren. Da drüben. Richtig, da funktioniert jede einzelne Taste. Wow. Okay, ich sehe. Ich sehe, ich werde viel zu tun haben. Ich brauche auf jeden Fall das Betriebshandbuch. Ja. Ne, genau deswegen gibt es ja dieses Tutorial und deswegen wollte ich das heute auch mal zeigen, dass wir nicht nur für das Beschicken Tutorial haben, sondern auch fürs Garagieren. Das ist sehr schön. Genau. Okay, Weichen haben alle gestellt. Das heißt, jetzt wird einmal gestartet. Genau. Jetzt hört man das auch ganz leicht, wie die Bahn hochfährt. Und ja, genau, jetzt ist unten der Text gekommen, wir müssen die letzte Kabine markieren. Also diese Gondel hier soll dann, wenn sie in der Talstation einfährt, die sehen wir jetzt leider von hier nicht, soll sie einen Warnton auslösen, damit quasi die Bediensteten wissen, hoppla, jetzt fährt die letzte Gondel. Okay. Wenn sie zum Beispiel noch irgendwas transportieren wollen, beziehungsweise auch umgekehrt, dass sie das dann wieder markieren, dass wir eine Info kriegen, wann eigentlich die letzte Gondel kommt. Verstehe ich, okay. Wie markieren wir die? Wir drücken hier einfach auf den Taster Fahrzeug markieren. Dann ist so ein kleines Tut gekommen und jetzt düst die Gondel hier davon und wird markiert und läutet dann an der anderen Station automatisch. Okay, also die letzte Gondel ist weg. Ihr seht, alle Gondeln, die jetzt quasi nach oben kommen, fahren geradeaus durch das eben umgestellte Weichensystem in die Garage rein und ja, werden dort geparkt für die Nacht. Genau, richtig. Jetzt habe ich hier nur mal so eine Dummy-Aufgabe reingelegt. Jetzt haben wir hier quasi die Aufgabe in den Bahnhof gehen und in die Kabine im Auge behalten. Genau, wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt eine dreifache Zeitskalierung drin, deswegen wirkt das jetzt alles etwas, ja, sag ich mal, sportlich. Mhm. Das ist aber mitunter auch ein bisschen das Ziel, dass wir die Spieler nicht langweilen, sondern das so entsprechend darstellen, dass es doch interessant bleibt. Ja. Und gerade jetzt beim Garagieren sieht man einen sehr, sehr interessanten Effekt. Die Gleise hier sind eigentlich geneigt und dadurch werden die Gondeln von der Schwerkraft angezogen. Deswegen heizen die hier dann am Schluss doch mit einem relativ guten Tempo nach vorne. Und werden dann da wieder von den Reifen aufgenommen und abgebremst. Ach, ich hab mich das haben wir natürlich. Okay, ich habe mich gerade schon gewundert, weil da überhaupt keine Reifen sind, aber die Gondeln beschleunigen. Genau, das ist die Schwerkraft, die da zuständig ist. Das ist genau das System, was Doppelmayr in den Bahnhöfen einsetzt. Okay, cool. Sehr schön.
Aber ich muss sagen, dass das Einfahren geht doch relativ zügig. Also das ist ein Spielfluss, der mir gefällt. Also wenn ich jetzt angenommen, ich müsste jetzt hier 20 Minuten stehen und schauen, wie die Gondeln einfahren, das wäre, wie du schon sagst, das wäre zu lange. Weißt du? Genau, da haben wir auch drauf geachtet, dass die Gondelzahl richtig ausgelegt ist, dass es gerade so viele sind, dass wir hier ein paar interessante Effekte bekommen, aber es nicht zu viele sind, dass die Bahn nicht zu lang ist, dass die Bahn nicht zu langsam fährt. Also wir haben da mit der Konfiguration der ganzen Map eigentlich sehr, sehr viel getrickst. Wir haben auch die ganzen Sichtlinien ausprobiert, also welche Bahn sehe ich von wo. Ja. Da steckt sehr viel Liebe im Detail drin und ich denke, das wird man nachher auch merken, wenn man das finale Spiel spielt. Oh, sehr schön, sehr schön. Wie viele Gondeln sind auf der Bahn? Weißt du das zufällig? So Pi mal Daumen vielleicht? Muss ich kurz nachgucken, aber Moment. Ach. Für was gibt es denn einen Touchscreen? Ah ja, cool. Oh, das war gefährlich, das okay. Sollte man nicht machen. Aber schön, da gab es direkt mal die Gondel vor den Kopf. Sehr gut. Ja, also in echt würde ich jetzt einen halben Kopf kleiner sein. Wer ist das? Hier im Menü Parksystem, da wurde nämlich auch manchmal gefragt, gibt es die Möglichkeit, weniger Gondeln auf die Strecke zu schicken? Ja, gibt's. Das kostet dann auch tatsächlich weniger, also wieder mal ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Wirtschaftssystem. Ja, also ganz kurz, es wird ein Wirtschaftssystem geben, logisch, oder? Richtig, also wir sehen hier rechts oben schon, es gibt ein Wirtschaftssystem, es gibt sowas wie einen Kontostand, den man gerade hat, es gibt den Gewinn, den man an diesem Tag erwirtschaftet hat, dafür, dass es 9.30 Uhr ist, sind 30.000 echt okay. Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch ein bisschen Feintuning rein, aber die Grundzüge sind auf jeden Fall alle schon da. Und gerade auch die Verknüpfung mit Pisten, wodurch natürlich die Verknüpfung sich mit den Fahrzeugen ergibt, die ist da, die Hütten sind da. Und es ist auch tatsächlich sehr, sehr spannend, in der Testphase immer wieder zu sehen, wie sich das Wirtschaftssystem auswirkt. Wenn ich zum Beispiel um 9.30 Uhr diese Bahn zumache, hat das den Einfluss oder den Effekt, dass die ganzen Leute, die aus dem Dorf hochfahren wollen mit dieser Bahn, nicht mehr hochkommen. Das heißt, dass auch bei der Bahn hier zum Beispiel die Leute gar nicht mehr mitfahren können, weil sie ja vom Tal nicht mehr hochkommen. Und dementsprechend, wenn ich sowas mache, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel mit den Hütten auf einmal keine Einnahmen mehr habe, meine Pisten nicht mehr kaputt werden und so weiter. Also da gibt es sehr, 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 sehr spannende Querlinks, sag ich mal. Ja. Genau. Zu deiner Frage jetzt hier, 53 Gondeln sind es, die wir gerade da rausschicken. Und mit diesen Tasten könnte ich dann eben auch anwählen, dass ich zum Beispiel... Wir könnten quasi einen größeren Abstand machen und dann eben 17, 27, 35 Gondeln nur rausschicken. Genau, richtig. Ah, das merkt man dann auch auf der Kostenseite. Merkt man natürlich auch, dass die Warteschlangen dann länger werden. Also kann man muss da immer ein bisschen überlegen. Ja, kann ich die Auslastung sehen? Ja, über das Wirtschaftssystemsmenü, aber das okay, alles klar. Ist, sag ich mal, noch nicht ganz final. Das werden wir dann kein Problem, aber man wird es mal einsehen können, wie meine Seilbahn ungefähr Fall. Ausgelastet ist und je nachdem kann ich ja entscheiden. Ja, und du siehst sogar bei jeder Seilbahn, wie hoch ist die Warteschlange jetzt gerade. Ah ja. Also da gibt es schon sehr, sehr viel. So, und hier sehen wir den Abstand, der jetzt gerade aktiv war. 65 Meter sind. Oh, der Wegen. Genau. Der Wegen, das ist Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so auf den ersten Blick, dass 65 Meter zwischen den Gondeln liegen. Was? Ja, gut, in der Station natürlich nicht mehr, aber auf der Strecke waren es 65 Meter. Genau. Cool. Ja, hier haben wir dann noch so Details, wie zum Beispiel, eben, wie ich vorhin gesagt habe, der Balken hier funktioniert, die Bremsen sind jetzt alle offen. Wenn ich jetzt einen Halt reingeben würde, würden die Bremsen noch wirklich reinfallen. Und so weiter. Okay. Also da sind wir... Sehr stark. Kannst du uns noch vielleicht einmal von oben das Ganze zeigen? Also wir hatten auf der Gamescom sind wir mal die Treppe hochgegangen in diesen. Ach so, ja, natürlich. Ne? Das fand ich sehr, sehr cool. Weil ihr auch unglaublich viel Wert auf Details gelegt habt an der Position. Oder generell halt. Genau. Ich meine, jetzt haben wir natürlich die Situation, jetzt sind die Gondeln alle schon im Bahnhof leider. Ja. Aber ich zeige das trotzdem mal kurz her. Ja, der mault mich jetzt an, dass ich die Bahn anhalten soll. Verstehe. Aber genau, ich habe hier eben die Möglichkeit, die ganzen Abdeckungen auch tatsächlich anzuheben, mir das hier anzugucken. Zum Beispiel sehen wir da jetzt gerade auch diesen Bauteil, den wir vorhin auf die Seite geschwenkt haben und diese Weiche, die wir vorhin bedient haben. Ja. Ich sehe die ganzen Reifen, wie sie sich drehen. Das alles funktioniert und gibt es auch ein paar Gameplay-Elemente, die einen dazu bringen, dass es sich lohnt, das auch gelegentlich zu machen. Ja, was auch sehr cool war, das haben wir auf der Gamescom gesehen, wenn die Gondeln quasi in diese Beschleunigungsrollen reingehen. Genau, das kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, weil die Gondeln schon geparkt sind. Ja, aber man hat es halt, also das kann ich euch schon mal versprechen, Leute, man hat es wirklich sensationell gesehen. Die Rollen drehen sich schneller
und die Gondeln kommen dann quasi in diese Beschleunigungsrollen rein und dann beschleunigen die raus und gehen quasi und werden auf das Seil eigentlich dann draufgelassen oder wie sagt man da? Genau, ja, also werden draufgekuppelt. Hier sieht man, dass eben die Reifen drehen hier in dem Bereich sehr, sehr langsam. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel da nach vorrenne, dann sehen wir, hier dreht sich das alles schon mal wesentlich schneller. Also hier ist schon Speed drauf, genau. Genau, da sind eben jetzt gerade, ich habe vorhin auf der Visualisierung nachgeguckt, sind es 5 Meter pro Sekunde, die da fahren. Bei der vollen Bahngeschwindigkeit sind das 6,5 Meter pro Sekunde, mit denen die Gondeln dann tatsächlich hier auf die Entfernung neben einem vorbeifährt. Okay, ja, sehr, sehr cool. Kleine Frage. Kann ich Mitarbeiter einstellen? Wird es irgendwie für mich Hilfen geben oder muss ich wirklich alles selber machen? Nein, du musst nicht alles selber machen. Es gibt die Möglichkeit, dass du Aufgaben zuteilst. Wir haben dann auch tatsächlich in Planung gehabt, dass es so ein Mitarbeitersystem gibt. Das war auch schon in der Entwicklung. Aber da haben wir festgestellt, dass das gar nicht mal so viel mehr Spaß bietet, weil dann, wenn du dann du bist hier mit den Bahnen eigentlich schon relativ gut beschäftigt und mit den Pisten. Und wenn du dann noch die ganze Zeit Probleme hast, dass dir irgendwelche Leute kündigen oder so, dann macht das nicht mehr unbedingt sehr viel mehr Spaß. Nee, das stimmt. Darum haben wir gesagt, Mitarbeiter lassen wir mal außen vor. Aber natürlich gibt es Hilfen, dass du nicht alles selber machen musst. Es lohnt sich allerdings natürlich, gerade wenn du knapp bei Kasse bist, das trotzdem selber zu machen. Okay, also man wird mehr, logischerweise, man hat weniger Ausgaben, wenn man keine Leute beschäftigt. Und dadurch hat man mehr in der eigenen Tasche. Ich nehme auch an, man wird am Anfang wohl mit einer Gondel da starten und muss sich dann einfach erweitern auf mehrere Skigebiete beziehungsweise verschiedene Aufgaben da machen und hocharbeiten. Genau, ja, ich meine, da muss man sagen, da sind wir jetzt momentan noch in der Feintuning-Phase, was genau, also unser Wirtschaftssystem ist so ausgelegt, dass es sehr, sehr viel kann, dass auch die Steuerung können sehr, sehr viel von den Seilbahnen. Da werden wir jetzt sehen, einfach, sag ich mal, was die letzten Testerfahrungen aus der Playtest-Phase dann ergeben. Ja. Weil im Endeffekt ein Konzept kann noch so gut sein, wenn es den Leuten, die das testen, keinen Spaß macht, dann muss man es trotzdem neu machen. Darum stimmen wir das da alles einfach nochmal ab. Okay, super. Perfekt. Eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise eigentlich zwei. Zwei kurze, und zwar wird es verschiedene Schwierigkeitsgrade geben? Das würde mich noch interessieren. Also kann ich das Spielprinzip vereinfachen? Kann ich es auf richtig Hardcore stellen? Du weißt, wie ich meine. Gerade in Simulationen gibt es ja immer die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu- oder abzuschalten, um eben die Simulation und den Realismus zu fördern. Ja, also es gibt Möglichkeiten, das auf seine Vorlieben einzustellen, sag ich mal. Jetzt in Richtung Wirtschaftssystem haben wir jetzt momentan kein einfach mittelschwer, wie man es aus anderen Spielen kennt, reingebracht. Was wir jetzt stattdessen reingebracht haben, ist, dass das Spiel, sag ich mal, das merkt ja, ist man jetzt erfolgreich oder ist man nicht so erfolgreich mit seinem Skigebiet? Ja. Und wenn man nicht so erfolgreich ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass man vielleicht noch nicht so geübt ist im Spiel. Dann kommt es automatisch so, dass man nicht unbedingt die ganz schwierigen Aufgaben bekommt, nicht unbedingt die ganz herausforderndsten Situationen bekommt. Also da gibt es schon so ein Feintuning, da gibt es gerade so einen Wert intern im Spiel, der sich während des Spiels auch auf den Spieler anpasst. Das ist, denke ich, ein recht interessanter Game Mechanic, der dann doch vielleicht auch, wenn man eigentlich mit Schwierigkeitsgrad einfach hätte anfangen wollen, einen dann doch dazu überredet, etwas intern etwas Schwereres zu spielen, sodass es dann im Endeffekt vielleicht etwas mehr Spaß macht. Okay, aber das ist eine ganz neue Erfahrung. Also das Spiel wird entscheiden, welcher Schwierigkeitsgrad für mich angemessen ist. Das finde ich cool. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich echt cool. Weil wenn das Spiel so ein bisschen merkt, hier gibt es Probleme, da kriegt man eine etwas leichtere Aufgabe und man fuchst sich dann so langsam rein und wird gesteigert, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Idee. Genau, also gerade in Bezug aufs Wirtschaftssystem gibt es da einige Sachen, die da vorbereitet sind, dass sie erst ab einem gewissen Punkt greifen, erst ab einem gewissen Punkt dir dann Ärger machen. Und ich meine, eine so eine interessante Sache sind dann auch tatsächlich schon die Warteschlangen von den Liften, weil wenn du ein leeres Gebiet hast, was nicht so erfolgreich läuft, dann hast du eines sicher nie, nämlich Probleme mit Warteschlangen. Das ist richtig. Lauter solche Sachen gibt es da, die aufeinander abgestimmt sind. Und daher denke ich schon, dass das ein sehr, sehr abgerundetes Spielerlebnis nachher werden wird. Ich bin sehr gespannt. Max, ich bedanke mich vielmals für die Vorstellung, bedanke mich vielmals, dass wir hier zusammensitzen konnten und den Leuten da draußen wieder etwas Neues zeigen.
Leute, lasst auf jeden Fall das Däumchen da, wenn euch das Ganze gefällt. Ich denke, das wird ein sehr cooles Game. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil wie gesagt, ich habe die Jungs kennengelernt, habe gesehen, wie ambitioniert die sind und mit, also wirklich wie viel Leidenschaft die auch dahinter stehen. Und das war schon sehr, sehr cool. Muss man wirklich sagen. Ich bin auch sehr beeindruckt von, ihr seid sehr, sehr jung noch und ich finde das klasse, dass ihr da so reinhasselt in dem Sinne. Ne? Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da sagt, hey, das packen wir jetzt an. Wir machen jetzt hier was Eigenes und ganz großes Kino. Finde ich super. Also ganz toll. Dankeschön. Ja. Okay, was vielleicht den einen oder anderen noch interessiert, weiß nicht, ob wir was dazu sagen können. Wenn nicht, lassen wir es einfach so mit dem Release-Datum, wann man ungefähr damit rechnen kann. Also ein konkretes oder fixes Release-Datum gibt es noch nicht, aber es wird dieses Jahr rauskommen. Es wird dieses Jahr rauskommen. Also das ist schon, ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, weil wir sind ja schon im September. Das ist richtig, aber es ist eine realistische Ansage aus aktueller Sicht. Sehr schön. Sehr cool. Freut uns. Okay, Leute, dann sind wir erstmal raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir schauen mal. Wenn es was Neues gibt, werde ich euch eventuell wieder drüber berichten. Ich bleibe mit dem Max auf jeden Fall weiter in Kontakt. Und ja, in diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Das war's erstmal vom Winterresort Simulator. Bis dahin. Tschüss. Ciao.